So, hallo Leute, das ist jetzt wieder ein Video von mir und zwar ein Ein-Transistor-Kurzwellensender. Die Besonderheit an diesem Sender ist, dass ich wie gesagt einen Transistor verwende und keinen Quarzen und einen frei einstellbaren Schwingkreis. Und der Sender sendet 49 Meter Europaband, wie man hier unschwer erkennen kann. Dann starte ich mal die Audiowiedergabe und wir hören uns den Sound mal an von dem Sender. Gut, dann schauen wir uns mal den Schaltplan an. Hier ist der Schaltplan. Man sieht schon, dass ich beide Audioeingänge wieder zusammenlege mit zwei Widerständen. Das Ganze geht dann auf ein Potentiometer. Mit dem Potentiometer stellt man dann die Versorgungsspannung von dem Sender ein. Und der Potti sollte so eingestellt werden, dass der Sender gerade anschwingt, also auch gerade ein Signal erzeugt, aber eben noch nicht viel Leistung. Dann erhält man eine relativ saubere AM-Modulation. Wenn man da zu viel Spannung einstellt, hat man zwar viel mehr Leistung auf dem Sender drauf, aber dafür hat man wieder FM. Und das klingt dann im Radio meistens verzerrt oder man muss den also auf den Rand von der Frequenz einstellen, das ist nicht so optimal. Gut, dann geht es hier zu unserer eigentlichen Schaltung. Ich habe jetzt hier keine Bezeichnungen geschrieben, weil es kann eigentlich jeder Standard-NPN-Transistor verwendet werden wahrscheinlich. Der 2M3004, BC547, was auch immer, kann da verwendet werden. Ich habe jetzt einen BC548B verwendet. Und die Besonderheit ist hier auch, dass ich in dem Fall jetzt die frequenzbestimmende Komponente von Kollektor auf Basis rückkoppel. Das funktioniert, wie man sieht, ganz gut. Dann haben wir hier noch 220 Picofarad-Kondensatoren. Die ziehen einfach die Frequenz runter und sie stabilisieren die Schaltung ein bisschen. Weil dadurch hat die Schaltung in Anführungszeichen eine Grundlast und ich bekomme einfach eine bessere AM. Gut, dann habe ich hier 22 Picofarad, da wird dann die Antenne angeschlossen. In meinem Fall habe ich einfach nur ein Stück Draht angeschlossen, weil die Oberwellen sollten bei dieser Schaltung relativ gut unterdrückt sein. Und außerdem ist die Sendeleistung eh so gering, dass man da keine große Antenne anstecken kann. Also die Reichweite beträgt vielleicht 10, 20 Zentimeter. Es ist sehr schwach, der Sender. Aber dafür braucht er auch sehr wenig Strom und auch mit einem sehr leisen Audiosignal bekommt man schon einen relativ lauten AM-Hub. Okay, dann mache ich das Ganze jetzt nochmal in Englisch. Well, hi there, this is another project from me. It's a one-transistor AM-Transmitter. The transmitter does transmit in the Shortwave-Band, in the 49-meter Europe-Band to be exactly. And now let's have a listen to the audio quality from our transmitter. Okay, that was a listen from the audio quality from the transmitter, and as you could hear, the sound is pretty good. It's generating a good AM signal. Okay, here's my schematic from the transmitter. As you can see, the audio signal gets laid together with the two resistors here and gets fed to the potentiometer. So with the potentiometer, you adjust the voltage that goes to the transmitter, and it has to be adjusted like that the transmitter is just about st to start oscillating, so it does already oscillate, but it's only very, very weak. So that means that you have to adjust it rather to minus than to plus. Okay, here's my schematic, and as you can see, I've written NPN instead of a exact description. That means you can use any standard NPN transistor for this transmitter, like the 2N3904, BC547. I use the BC548B in my case. You shouldn't use the 2N3055 since it's a power transistor, but I mean, a small signal transistor usually should be usable. Okay, here you can see the special from my transmitter is that I've connected the frequency defining system from the collector to the base. But it does work, as you can see. And the two capacitors here are just here to pull down the frequency from the oscillator, because without these capacitors, the oscillator was somewhere in the 10 to 11 megahertz range. And also they are stabilizing the oscillator a little bit, and that makes a better AM. So here's my 22 picofarad capacitor that couples the antenna to the transmitter. As antenna, I'm using just a piece of wire because the transmitter is not really strong. It does have a range of maybe 10 to 20 centimeters. And yeah, that's my AM transmitter, transmitting in the shortwave band. Best regards from Stefan.